Guten Morgen. Ja, der eine oder andere wird vielleicht auch auf das Revolutionsvideo-Button von Berlin. Ich habe bis jetzt jedes Jahr ein Revolutionsvideo gemacht, aber dieses Jahr wird es kein Revolutionsvideo geben. Ich habe zwar die Anmoderation schon gemacht, die Anmoderation war schon da und habe schon wieder gesagt, ja, und ich werde euch wieder Eindrücke von der Revolution mitteilen und ja, und Interviews führen und so weiter. Aber letztlich war es dann so, ja, ich habe mir am ersten Tag, ich war jetzt beide Tage da und habe mir ein paar Vorträge angehört und die Stimmung hat sich relativ schnell ja, irgendwie so ein bisschen ins Realistische verändert, weil das waren mehr oder weniger Verkaufsveranstaltungen. Den Eindruck hatte ich das vorige Mal nicht. Allerdings hatte ich auch Vorträge von Leuten, die keinen Stand hatten auf der Messe. Diesmal war es aber so, ich hatte die Vorträge von Leuten, die auch einen Stand auf der Messe hatten und entsprechend ihre Produkte präsentiert haben. Das Blöde daran ist, dass du halt für die Vorträge noch extra Geld bezahlt hast und dadurch so eine Erwartungshaltung aufgebaut wurde, dass die Vorträge losgelöst von dem Stand sind. Das war es aber nicht. Und von daher hat es mich etwas enttäuscht und wahrscheinlich das hat auch dazu geführt, dass ich dann den zweiten Tag komplett ja, losgelöst von der Messe oder von den Messeprodukten als solches verbringen wollte. Und dazu gehört halt eben auch, die Stände nicht zu filmen und Interviews zu führen mit sehr, sehr vielen, damit ihr einen großen und breiten Eindruck habt. Vielleicht gibt es ja auch andere, die Revolutionsvideos gemacht haben und ihr könnt euch dort einen Eindruck verschaffen. Aber generell kann ich nur empfehlen, da selber hinzugehen, denn am zweiten Tag, an dem Sonntag, war das der schönste Revolutionstag, den ich jemals hatte. Und ich kann nur sagen, und ich habe da auch ein Interview auch geführt mit einer Firma, ein Startup-Unternehmen. Das kommt auch noch später, wahrscheinlich das Video, irgendwann die nächsten Wochen, aber aus freien Stücken, weil ich die Idee so toll fand. Und entsprechend habe ich mich dann auf den zweiten Tag überhaupt nicht auf die Stände konzentriert oder auf die Produkte, sondern auf die Menschen. Denn ähnlich wie bei Rohkost-Potluck ist es so, dass da sehr viele Menschen zugegen sind, die open-minded unterwegs sind, die wirklich sehr offen sind und die Fragen haben und die wirklich zuhören, dass am Erfahrungsaustausch interessiert sind. Und das ist immer genau das Entscheidende. Wenn man oft mit Menschen unterwegs ist, ist es so, dass viele Menschen einfach ja, gar nicht interessiert sind an den anderen Menschen, sondern immer nur, um sich selber mitzuteilen, um selber etwas auszusenden, aber gar nicht von den Erfahrungen von anderen Menschen zu partizipieren. Ihr müsst euch mal vorstellen, jeder Mensch hat eine eigene Geschichte und jeder Mensch hat für sich, weiß ich nicht, je nachdem wie alt er ist, sagen wir erst 30 Jahre, 30 Jahre an Erfahrung, an Lebenserfahrung, wo er wirklich, ja, würde ich sagen, 30 Jahre lang gedacht hat, 30 Jahre rekapituliert hat, 30 Jahre analysiert hat, nach der Wahrheit geforscht hat, für seine eigene Wahrheit. 30 Jahre an Erfahrung. Und wenn ihr so einem Menschen gegenüber sitzt, dann ist es ein unglaublicher Schatz. Stellt euch vor, ihr habt statt 30 Jahren 60 Jahre gelebt und habt dieselbe Möglichkeit, aus dem Erfahrungsschatz sozusagen zu ziehen. Und das wäre natürlich unglaublich. Ne? Und die Möglichkeit hat man, wenn man eben im Endeffekt mit vielen Menschen sich unterhält und die Erfahrung von vielen Menschen auch einfach ja, annimmt. Das heißt, dass das aufnimmt, was sie sagen, wirklich zuhört und daraus dann wirklich dann auch sagt irgendwann, ja, ich nehme das an als Erfahrung und ich nehme es auch als gewisse Wahrheit an. Natürlich muss man selber immer sein Leben mit seinen Erfahrungen das kontrollieren, aber erstmal die Chance zu ergreifen, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, das sollte man wahrnehmen. Und das finde ich halt so eine Sache, das macht man viel zu wenig. Und diese Einzigartigkeit der anderen Menschen, dass man den wertschätzt, das habe ich am zweiten Tag extrem gemacht. Also das war wirklich so, ich habe sehr, sehr viel zugehört. Ich rede hier von meinem Leben gern, aber ich habe sehr viel zugehört. Ich habe mich zu Menschen gesetzt, draußen, die ja, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mich zu ihnen setzen konnte. Und die haben mir dann sich mit mir unterhalten und haben halt sich geöffnet. Und da kamen Sachen zum Vorschein, unglaublich wertvoll. Und das hat den zweiten Tag halt so wertvoll auch für mich gemacht. Und es ist auch so, dass die Emotionen, die die Menschen dann an den Tag legen gegenüber einer anderen Person, die sie sich öffnen, dass das wie so ein Wahrheitsindikator ist. Ja? Wenn irgendjemand erzählt dir einfach so über seine Erfahrungen, ratet das so runter, das ist das eine. Wenn aber jemand das mit Emotionen
sagt, wenn jemand dabei weint oder dabei lacht, glücklich ist, dann weiß man oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies genau so ist, viel höher. Und dann kann man das viel echter auch bewerten, eben wieder aus diesen Erfahrungen schöpfen. Und das war halt am zweiten Tag so Wahnsinn, mit wie vielen Menschen ich ins Gespräch gekommen bin und was sie geteilt haben. Und das war einfach nur unendlich. Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem einen Tag irgendwie so 2000 Jahre an Lebenserfahrung aufgesogen habe und ja, mein Bild sich so geschärft hat und ich Sachen wieder neu überdenke und Sachen sich verfestigt haben, die meiner Wahrnehmung so ein bisschen ja auch durchaus volatil waren. Und ja, das war einfach total schön. Entsprechend habe ich da nicht das Bedürfnis gehabt, dann ein Revolutionsvideo zu machen. Und ich habe bisher ja auch immer geschwärmt von dem Multiplikatoreffekt, den man online hat, dass man sozusagen ja, online einfach die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ein Vorteil, den man online hat. Offline hat man aber die Möglichkeit, Menschen intensiver zu berühren. Offline hat man die Möglichkeit, Menschen mit seiner Energie, seiner körperlichen Energie gegenüberzutreten und die zum Beispiel in den Arm zu nehmen und diese spüren zu lassen, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist, so wie es ist. Und das hat eine ganz andere Qualität. Das hat eine Qualität für die Menschen, die das spüren, für mich als derjenige, der, was das angeht, dieses, es ist alles gut, wie es ist, der dieses spürt und dieses auch ausstrahlen kann, wunderbar, das zu sehen. Und das ist ja auch irgendwo die Grundlage dafür, dass ich bei YouTube bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich anderen Menschen eben dieses Gefühl, alles ist gut, auch vermitteln kann und geben kann. Und ja, und entsprechend war das einfach ein wunderschöner Tag und den wollte ich nicht mit Videos in irgendeiner Weise, ja, es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und wenn ich was gemerkt habe, dann auch bei YouTube ist es das, dass ich einfach mein Gefühl hören sollte und nicht irgendwelche Verpflichtungen da, die dann eventuell hochkommen könnten oder so, danach gehen sollte, sondern einfach wirklich mein Gefühl, mein Herz da die Entscheidung überlassen sollte, was ich tue. Und das habe ich getan, deswegen gibt es kein Revolutionsvideo und ich entschuldige mich auch nicht, ich informiere euch noch. Ja, also Revolution war wunderschön. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das nächste Mal wirklich da auch mit dabei seid und lasst die Vorträge weg. Höchstens von den Leuten, die keinen Stand haben. Und ja, mischt euch in das Volk, geht in Kontakt mit den Menschen. Es ist wunderschön gewesen. Es ist so unglaublich, wie viele Menschen alt, jung, reich, arm, schwarz-weiß, das muss man heutzutage immer dazu sagen, ne? Mann, Frau oder arbeitslos und Topmanager oder sowas. Das sind ja alle Sachen, wo heutzutage immer noch die Leute sagen, boah, das hat eine falsche Hautfarbe, ne? Oder das ist ein Hartz-IV-Bezieher oder so. Das ist ja heutzutage alles noch so. Und deswegen wunderschön bei der Revolution, das fällt einfach alles weg. Und es ist ja eine Revolution, eine Revolution. Und ja, man muss allerdings sagen, der Ernährungsaspekt war natürlich erstmal vorrangig, aber wenn man dann das in den ersten Minuten dann besprochen hat, dann konnte man dann auch tiefer gehen und dann Ernährung ist nicht alles. Es gibt vier Dinge und das möchte ich euch heute auch unbedingt noch sagen und das werde ich auch in den häufig in den nächsten Videos noch sagen, weil es meine Erfahrung ist, vier Dinge, auf die ihr achten müsst, um wirklich euch gut zu fühlen und einfach ein schönes Lebensgefühl zu haben. Ein Gefühl von Einheit mit allem und dass es gut ist, was ihr tut und wie ihr seid. Und das ist halt einmal die Ernährung, das ist einmal der geistige Zustand, das Mindset, also wie ihr die Sachen annehmt, wie ihr Rückschläge annehmt, wie ihr aber auch Erfolge annehmt, ne? Dass ihr nicht überschwänglich feiert zum Beispiel, sondern dass ihr das ja, einfach auch versucht, etwas gleichmütiger anzunehmen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist Bewegung. Das Vierte ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist Abhärtung. Ich merke das in den letzten halben Jahren, wie gut mir das tut, kalt zu duschen. Wirklich kalt zu duschen, nachdem ich mich warm abgeduscht habe. Das Saunieren, das macht mir unglaublich Freude und ich merke, wie vital das einen macht. Barfuß laufen, das ist so, so wichtig in der Natur, mit sich in der Natur verbinden. Und solche Sachen. Und ja, die vier Sachen sind Stand heute, ne? Vielleicht ändert sich das noch, ist das, was ich euch empfehlen kann. Und also, das soll es gewesen sein. Kleine Information. Revolutionsvideo ohne Videomaterial. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem interessant zu erfahren, warum und weswegen es kein Revolutionsvideo gibt und habt einen kleinen Eindruck von mir, wie ich den Tag verbracht habe. Und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, würde ich sagen. Alles klar. Tschüss.
Ha 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 ha